Oh, und es regnet. Eieieiei. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, ne? Hört es auf oder nicht? Das ist hier die Frage jetzt auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass es Full Wet ist. Nein, es ist Intermediate. Oh, 100%. Okay. Dann wollen wir die KI mal fahren lassen. Kann so viel pushen, wie ich will. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir schon frühzeitig hier die Segel streichen dürfen. Wie sieht denn eigentlich aus so mit... Okay. Nein, gehen wir mal raus und hoffen wir das Beste jetzt für mich. Sieht auf jeden Fall nicht wirklich gut aus, das Wetter. Darf ich mal vorbei, lieber Perez? Perez? Ich würde gerne ohne deine Hilfe jetzt meine Zeit hier fahren. Dankeschön. Mal gucken, was jetzt für eine Zeit gleich rauskommt. Er ist ja, glaube ich, schon mal gleich auf Bestzeit. Da waren aber richtig viele gerade im Mitte-Sektor. So gut, dass ich gerade erst am Anfang des mittleren Teils bin. Scheint sich auf jeden Fall hier irgendwie eine Spur schon mal zu bilden. Es könnte gut sein, dass die KI dann schneller wird. Na, jetzt bin ich nur noch... Jetzt bin ich auf keiner Bestzeit mehr. Aber so wirklich traue ich dem Frieden hier noch nicht. Ich werde noch ein bisschen schneller fahren. Auch versuchen. Falls das natürlich möglich ist jetzt. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Strecke schneller wird. Ja, die KI fährt auch hier richtig langsam momentan. Ja, nochmal auf. Auf jeden Fall nochmal Verbesserung hier unterwickelt. Es könnte jetzt sogar die Bestzeit sein. Ja, 1:17:1. Ich würde fast mal sagen, es reicht aus momentan. Und deswegen gehen wir an die Box hier. Weil ich nicht wirklich damit rechne, dass wir jetzt noch großartig hier geschlagen werden. Ja. Na, jetzt verbessern die sich mal alle wieder. Na? Ich glaube mal nicht, dass wir jetzt runtersacken. Noch 15. Mein Gott. Good work. We're through to the next session. Ja, das 16. sogar noch. Oh, da haben wir richtig, richtig Glück gehabt. Oh mein Gott, ist jemand durch. Jemand großes rausgeflogen? Nein.
Das ist noch so trocken geworden. 1,14,1. Naja. Dann wollen wir jetzt mal auf zum zweiten Qualifying hier gehen. Es regnet noch leicht, ne? Ja. Aber es soll ja aufhören. Dann ja bloß 6%. Das heißt, dass das nur die ersten paar Minütchen ist. Dann wollen wir mal gucken, was die KI jetzt so schönes fährt hier im Trocknen. 1,12, 1,11, 1,98 fährt der Vettel jetzt hier schon mal. Ah, damit bin ich jetzt auch mal zufrieden. Fliegende Runde auf jeden Fall. Wen haben wir denn da? Da haben wir einen Virgin, glaube ich. Ah ne, Halbfeld. Das ist leicht nass hier. Abstand auf den Haltfeld gelassen und jetzt können wir auf die schnelle Runde gehen. Achso, der ist sogar in die Box gegangen. Hätte ich das gewusst. Sektor 1 Bestzeit. Jetzt kommt der interessante mittlere Teil hier. Ich sag gleich wieder ein bisschen was verloren. Was? 1,10,9? Wo habe ich denn die ganze Zeit jetzt wieder verloren? Da bin ich schnell. Im zweiten verliere ich und im dritten verliere ich auch noch wieder. Da ist mir eine ganze... Ah, scheiße. Die Rundenzeit auch wieder ungültig. Ach, Mann. Dann wäre nochmal 13. schneller. 5 Minuten. There are 5 Minuten of the session remaining. Ah ja. Mach mich jetzt nicht nervös hier. Ich muss hier nochmal eine Runde fahren. Okay, auf geht's. Nochmal volle Power hier über die Linie. Der erste Sektor wieder Bestzeit. Ein bisschen weit raus, okay, passt aber noch 15. Jetzt die Kurve hier. Die war kacke.
Okay, fünfter Platz, das sollte erstmal so reichen jetzt auf jeden Fall. Gehen wir mal zurück damit zur Garage. In der Hoffnung, dass es ausreichen wird. Ich hoffe es einfach mal. Und es reicht aus auf jeden Fall zu Platz 6. Sogar der Lewis ist mit dabei. Lewis, ja! Hast du prima gemacht. Und ja, es geht auf zum letzten Training in dieser Saison, an dem wir sogar voll teilnehmen. Das letzte Qualifying. Dum, dum, dum. Muss mal ganz kurz einen Schluck noch nehmen, was zu trinken. So. Machen wir ein bisschen wieder vorsimulieren. Wieder bloß eine schnelle Runde diesmal. Die fahren 1,9er Zeiten. Hamilton ist auch wieder stark jetzt auf einmal. Fliegende Runde. So, jetzt geht's ab. Jetzt ein bisschen Abstand auf die da vorne gewinnen und hinter uns nicht zu dicht kommen lassen. Und dann geht es auf jeden Fall ab. Senna S. Was? Du willst mich doch verkackt ein, oder? Na gut, dann fahren wir jetzt eine langsame Runde, um die Reifen nicht zu sehr zu belasten. Ah, 3 Minuten noch. Dann werden wir es nochmal probieren. Natürlich ehrlich, dass wir es sofort im Senna S versaut haben. So, Michael, ich brauch dich jetzt nicht vor mir. Ich brauch dich jetzt nicht vor mir. Ich brauch dich jetzt nicht vor mir! Mein Gott, nochmal. Mein Kopf war nicht ganz optimal. Ich glaube, ich will ein bisschen zu viel. Ein Zehntel zurück hier. Und wo bleibt die Zeit stehen? Ah, bloß bei einer 1. 10-1 und drittbeste Zeit hier. Ja. Noch 11 Sekunden hier. Mal gucken, noch eine Sekunde und ja, wir sollten, glaube ich, Platz... Platz 3 behalten, genau. Das Gute ist, der Kobayashi ist auf jeden Fall nicht in den Top 10. Das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Und ja, ich werde hier mal einen ganz kleinen Cut reinbasteln, weil denn vielleicht keine Unsynchrones ist mit dem Ton, vielleicht nachher am Ende. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder.